Die Renditen steigen weiter und vergrößern den Stress im Finanzsystem. Ebenso der Dollar, aber die Fed will weiter die Zinsen anheben und sagt 4,5, vielleicht 5% der Zinsen, da wollen wir hin und dann gucken wir mal weiter. Das wird nicht gut gehen. Sie können jetzt praktisch schon die Uhr danach stellen, wann die Fed umsteuern wird. Es wird nicht mehr lange dauern, denn der Stress im System wird immer größer und dieser Stress kommt vom Anleihemarkt, der immer illiquider wird, wo immer mehr Renditeanstiege immer mehr Notenbanken unter Druck bringen, so heute die Bank of Japan, die ja eine Yield Curve Control hat, eine Zinskurvenkontrolle, und die deswegen unbegrenzt jetzt nochmal angekündigt hat, heute Anleihen zu kaufen, um den Anstieg der japanischen 10-jährigen Anleiherendite zu verhindern. Gleichzeitig crashte der Yen gegenüber dem Dollar. Wir hatten die Ereignisse um die Bank of England, jetzt haben wir die Bank of Japan. Also es ist eine Notenbank nach der anderen, die in Schwierigkeiten kommt, die irgendwie eingreifen muss. Das geht dann auf Kosten faktisch der Steuerzahler, wie bei der Bank of England, die mal eben 11 Milliarden Pfund damit verbraten hat. Das hat dann das Finanzministerium in London mal eben der Bank of England überwiesen. Und das zeigt, wie dramatisch die Situation ist und wie wenig die Fed kapiert, wie dramatisch die Situation ist. Oder zumindest es nicht äußert, denn die offiziellen Äußerungen, die weisen eher auf das Gegenteil. Wir haben jetzt bei der 10-jährigen US-Staatsanleihenrendite das Niveau von 4,14% erreicht. Das ist der höchste Stand seit Juni 2008, seit also der Finanzkrise. Und auch damals waren steigende Zinsen immer ein Problem, sind in der Finanzgeschichte immer ein Problem, vor allem wenn sie sehr, sehr schnell stark steigen. Und das ist ja der Fall. Die Fed will ja vermutlich Anfang November nochmal einen 75 Basispunkte Schritt machen. Wir sehen die zweijährige Anleiherendite bei 4,52%, 5 Jahre 4,37%. Und so weiter. Das ist praktisch Yield Increase Exhaustion, wie der Bond King Jeff Gundlach hier sagt. Und Treasury Yields may well be peaking between now and year end. Das erwarte ich auch. Wir werden wahrscheinlich zwischen jetzt und dem Jahresende, wahrscheinlich sogar Anfang November, so meine Schätzung, den Peak sehen bei den Renditen. Und dann geht es nach unten und wahrscheinlich wie bei allen Fahnenstangencharts ganz schnell und ganz heftig nach unten. Erinnern wir uns an Bitcoin, erinnern wir uns an die Meme-Stocks, erinnern wir uns an Strom und Gas, an den Großhandelsmärkten, da ging es ja auch ziemlich scharf nach unten und ähnlich wird es mit den Renditen passieren. Das wird also bald eine interessante Geschichte mit den Anleiherenditen. Hier sehen wir nochmal die Bank of Japan. Unscheduled Bond Buying as Key Yield Broke Ceiling, nämlich diese 0,52% Grenze, die ist überschritten worden. Jetzt hat die Bank ja schon, die Bank of Japan besitzt schon 70% der 10-jährigen Anleiherenditen. Man hat 63% aller lokalen ETFs, die man schon gekauft hat. Also im Grunde ist Japan bereits in der Bilanz der Bank of Japan versammelt, könnte man sagen. Also da ist etwas kaputt, das kann nicht gut gehen. Und jetzt müssen natürlich, und das ist genau der springende Punkt, müssen die Notenbanken intervenieren, um eine weitere Abwertung der jeweiligen Landeswährung zu verhindern. Dollar-Yen, wie gesagt, bei knapp 150. Und dementsprechend passiert jetzt etwas, was die ganze Geschichte noch weiter verschlimmert. Die Notenbanken verkaufen Währungsreserven, nämlich Dollars, um die eigene Währung zu kaufen, um sie zu stützen. Dadurch entsteht ein gewisser Loop, den wir gleich sehen werden. Wir haben heute übrigens auch neues Rekordtief beim Offshore-chinesischen Yuan gesehen, nachdem eben auch die US-Renditen weiter steigen. Es sind diese steigenden Renditen, die letztendlich alles motivieren, und der Dollar, daraufhin auch chinesische Aktien so tief wie seit 9 Jahren nicht mehr. Dann aber die Meldung, das hat für Optimismus gesorgt, dass China jetzt offenkundig debattiert, die Quarantäne Zeit von 10 auf 7 Tage zu verkürzen. Is this the beginning of the end of China's Zero-Covid-Policy? Fragen da angelsächsische Kommentatoren. Ist das also das Ende der Corona-Politik, so wie wir sie kennen? Wahrscheinlich nicht.
Es ist einfach nur ein bisschen mehr Pragmatismus in einem völlig irren ideologischen Kontext, aber damit wird China nicht sozusagen diese Zero-Covid-Strategie aufgeben. Die Märkte waren erleichtert darüber. Zunächst mal, nachdem man auf Future-Basis heute Nacht im asiatischen Handel deutlich im Minus war, ging es dann nach oben, aber das ist aus meiner Sicht nicht nachhaltig. Kommen wir nochmal zurück zu diesem Loop, den wir gerade angesprochen haben mit dem Dollar. Aufgrund des starken Dollars verkaufen jetzt die Notenbanken der jeweiligen Länder praktisch den Dollar oder müssen sozusagen Währungsreserven aufgeben, um letztendlich die eigene Währung zu stützen. Dann sehen wir, dass die Renditen weiter steigen. Daraufhin ist der Dollar wieder stärker. Daraufhin müssen die Notenbanken wieder Währungsreserven, nämlich Dollar-Währungsreserven nehmen, um die eigene Währung zu stützen, um die eigene Währung zu kaufen. Dadurch schmilzen aber die Dollar-Reserven. Das haben wir in Daten gesehen. Die Dollar-Reserven werden immer weniger. Und das gilt übrigens auch für die russische Zentralbank. Das dürfte wahrscheinlich die große Achillesferse von Putin sein. Weniger die Wirtschaftssanktionen, aber sei es drum. Jedenfalls deswegen wertet der Dollar auf. Es ist praktisch so eine Spirale des Todes, die da entsteht. Hier sehen wir mal einen Chart von Michael Silver. Oben der Dollarindex, der irgendwie nach einem weiteren Ausbruch aussieht. Unten der S&P 500 und die Korrelation ist ja fast 100% starker Dollar, schwacher S&P 500 und umgekehrt. Hier sehen wir mal dieses Bullish Symmetrical Triangle Formation Style, praktisch, gell, also Formation, meine Damen und Herren. Hier sehen wir das, wie das so sich einkeilt. In der Regel, nicht immer, knallt es dann nach oben oder es knallt nach unten, aber die Wahrscheinlichkeit bei solchen Formationen ist deutlich höher, dass es nach oben knallt, würde bedeuten, dass wir dann nochmal einen Panik-Move im Dollar bekommen. Bei den Renditen wahrscheinlich, der Aktien nochmal weiter runter, bevor dann die Nervosität bei den Notenbanken immer größer wird und die dann sagen, vergesst alles, was wir gesagt haben, wir machen jetzt das Gegenteil. So wie es im Jahr 2018 war, Dezember 2018, Januar 2019, als Jerome Powell komplett umsteuern musste, nachdem die Aktienmärkte 20% gefallen waren. Aber jetzt geht es gar nicht mehr um die Aktienmärkte, jetzt geht es um was Größeres, um die Anleihemärkte, also um die Kreditmärkte, wenn man so will, um die Tragfähigkeit von Schulden. Jetzt geht es ums große Ganze und nicht nur um Aktien. Ballard, das FED-Mitglied, hat gesagt, ja, die FED sollte nicht reagieren auf Declines in the Stock Market, also auf Abverkäufe im Aktienmarkt. Naja, 2009 bis 2021 hat er das vermutlich anders gesehen. Jetzt sieht er es aber so, das bringt es ein bisschen auf den Punkt. Der Aktienmarkt ist nicht das, worum es geht. Es geht um den Anleihemarkt. Das ist der entscheidende Punkt. Ballert dann auch weiter. Ja, wir müssen das richtige Zinsniveau erreichen, bevor wir dann datenabhängig werden. Also da geht es jetzt gar nicht mehr um Daten, sondern es geht nur noch darum, erstmal ein Zinsniveau zu erreichen. Und dann sagte er selbst, und wenn die Inflation dann 2023 deutlich runterkommen sollte, dann können wir ja erstmal auf dem hohen Zinsniveau bleiben. Also da sieht man, wie geträumt wird. Wir sehen hier, wie jetzt praktisch das Eis schon bricht und der Eisbär steht auf dieser Eisscholle und merkt, wie ihm sozusagen langsam die Landverbindung flöten geht und er letztendlich abgeschnitten ist von allem. Und hier wird weiter fantasiert über den Bau von Iglos, hat man das Gefühl. Also es ist ziemlich absurd. Auch Kashgari sagte zumindest, ja, wir sehen schon, dass jetzt die steigenden Renditen und die steigenden Hypothekenzinsen einen ziemlich tiefen Einblick Einfluss auf den Hausmarkt haben. Wir versuchen, ein Soft Landing hinzubekommen. Evans, der gesagt hat, ja, so Zinsen 4,5 bis 4,75%, das ist unsere Zielmarke, das alles wird nicht funktionieren, und zwar, weil die Anleihemärkte vorher kaputt gehen, und da hört der Spaß dann auf, da hängt zu viel dran. Wir haben jetzt praktisch eine so illiquide Situation, je höher hier der Chart geht, bei den verschiedenen Anleihenmärkten, Bund, Gilts, GGBs, das sind die japanischen, und UST, das sind die amerikanischen Treasuries. Wir sehen hier praktisch eine Illiquidität, die sich gewaschen hat. Teilweise werden an Tagen keine 10-jährigen japanischen Staatsanleihen gehandelt. Die einzigen, die das handeln, das sind letztendlich dann die Notenbanken selbst, eben die Bank of Japan. Das zeigt, wie kaputt das System ist. Und wir sehen hier dann auch übrigens mal die Volatilität der verschiedenen Märkte. Die Aktienvolatilität hält sich noch relativ in Grenzen. Der VIX so um
und bei 30. Aber der Move, die Volatilität an den Anleihemärkten extrem hoch. Wir sehen, die Vola bei den Devisenmärkten steigt deutlich. Also hier sehen wir, das ist sozusagen das Fieberbarometer. Da sind die Aktienmärkte noch gar nicht so wirklich inkludiert in diese ganze Geschichte. Und Anleihemärkte, das ist das große Thema. Ich hatte gestern mich versprochen und gesagt, die 3-jährige und die 30-jährige US und die... Ja, genau. Was habe ich gesagt? Die US-Anleihe, die 3-jährige und die 10-jährige US-Staatsanleihe sei hier ein Maß für Rezession, aber es sind die 3-monatigen, 3 Monate und 10 Jahre. Und hier sehen wir, sind wir kurz vor einer Inversion, die immer ein absolut zuverlässiges Signal für eine baldige Rezession gewesen ist. BNP Paribas erwartet jetzt die Terminal Fed Rate, also da den Höchstzinssatz durch die Fed bei 5,25%. Und Recession is likely to start im zweiten Quartal 2023 und dürfte dann 3 bis 5 Quartale dauern. Also da antizipiert man eine Rezession, die kommen wird, weil die Fed die Zinsen weiter anhebt. JP Morgan senkt jetzt erstmal seine Earnings per Share Erwartung, also seine Kursgewinn. Erwartung ziemlich deutlich ab. Man zitiert hier die lagged effects of monetary policy, also die verspäteten Effekte des monetären Klimawandels. Der wird ja erstmal eingearbeitet. Die Zinsanhebungen, die dauern ja, bis sie wirklich wirken, bis sie durch das System sich fressen, könnte man sagen. Auch geopolitische Risiken, tighter financial conditions werden hier angesprochen und so weiter und so fort. Wenn wir uns hier mal den S&P 500 anschauen in einem Chart von Ron Walker auf Monatsbasis, sehen wir, ja, da kann noch was nach unten kommen, dann würden wir diese Trendkanallinie, die wir hier in diesem Monatschart haben, die ein Jahrzehnt zurückgeht, würden wir wahrscheinlich nochmal antesten. Das wäre so um und bei 3400 Punkte im S&P 500. Also allzu weit dürfte der Boden nicht mehr sein, aber der Schmerz muss wohl erst noch größer werden. Gleichwohl sehen wir, dass wir jetzt beim S&P 500 um 34% gefallen sind vom 52-Wochen-Hoch. Bei solch großen Rücksetzern von einem 52-Wochen-Hoch war dann ein Jahr später jedes Mal, die Aktienmärkte standen jedes Mal höher. Also Hoffnung für die Bullen, dass es, wenn es noch schlimmer werden muss, doch bald besser wird. Und es dürfte noch schlimmer werden, eben weil... Wie soll man sagen, die Märkte gehen gerne den Weg des größten Schmerzes. Die Fed ist nicht bereit und andere Notenbanken auch nicht, eben jetzt von diesem Kurs abzuweichen. Dann ist das so wie mit Kindern, die quengeln und quengeln. Und irgendwann dann verlierst du die Nerven, wenn das zu krass wird. Und so dürfte es diesmal auch sein. Bear market still has more pain to inflict before it bottoms, wie Bespoke unter Daten der Geschichte versucht hier zu zeigen. Kommen wir jetzt zu dem aktuelleren Geschehen. Tesla, gestern die Quartalszahlen, Gewinn besser, Umsatz schwächer als erwartet. Das ist der erste Revenue Miss seit dem dritten Quartal 2021. Die Aktie dann über 6% gefallen. Musk hat gesagt in dem Earnings Call, dass er offensichtlich zu viel bezahlt für Twitter, aber er muss für Twitter jetzt eben Geld locker machen und das wird für die Tesla-Aktien noch schwierig werden. Wir sehen, Tesla ist jetzt noch mehr als alle Top 20 Banken zusammen. Das ist eine faire Bewertung, gell, mit 650 Milliarden Dollar. Wenn du 3 bis 5 Autos im Monat verkaufst, ist das natürlich absolut gerechtfertigt. Ja. Wundert mich, dass Tesla nicht viel höher steht. Ne? Das ist praktisch ein Wunder. Was Musk auch in diesem Conference Call gesagt hat, kein Share Buyback wird es geben. Growth only in production, not deliveries. Also man will mehr produzieren, verspricht aber nicht, dass man die auch dann an den Mann bringt, die Autos. Musk hat zugegeben, dass wir in China wie auch in Europa wohl eine Rezession haben. Und jetzt kommt das Problem für die Aktie. Musk muss ja, weil er Twitter kaufen will, muss er offenkundig ja Tesla-Aktien verkaufen, die er ja hat. Jetzt kann er das aber nicht tun vor Freitag, muss das Ganze aber bis zum 28. Oktober dann zustande bringen. Das heißt, er wird in dieser Phase ab Freitag bis dann nächste Woche Freitag, also von kommenden Freitag bis dann den Freitag drauf, wird er offenkundig jetzt 1,2 Millionen Aktien verkaufen müssen.
Da ist das Zeitfenster relativ eng, das heißt, da dürfte dann weiterer Druck auf die Tesla-Aktie kommen. Und interessant auch, was uns Tesla da präsentiert an SG&A. SG&A, das ist praktisch, sind die Vertriebsgemeinkosten, wie man hier auf Deutsch übersetzt. Selling, General and Administrative Expenses, also Ausgaben, die man hat für Vertrieb im Allgemeinen, sollte man vielleicht allgemein formulieren. Und da sehen wir, dass wir genau bei 961 Millionen Dollar sowohl jetzt im zweiten Quartal waren, als auch im dritten Quartal. Und das ist ein bisschen überraschend, weil man ja eigentlich 90.000 mehr Autos im dritten Quartal verkauft hat. Das ist mal wieder so typisch, entweder ist das ein Versehen oder es ist Zufall oder es ist Fraud, es ist Betrug, weiß man nicht. Bei Elon Musk bin ich sehr vorsichtig, was solche Spekulationen betrifft. Ich traue es ihm zu, gell? Es ist ja immer besonders auffällig, dass dann kurz vor Quartalsende plötzlich die Verkäufe nach oben gehen, dann wird nochmal schnell die Verkaufszahlen frisiert, damit es gut aussieht. Nicht so gut sieht die Tesla-Aktie aus, wie wir hier sehen. Da haben wir praktisch ja bei der Marke von 300 und ein paar zerquetschten einen mehrfachen Ausbruchversuch gehabt, immer mit Tochten gescheitert. Jetzt scheint der Bruch nach unten zu kommen. Mal sehen, wie es jetzt weitergeht. In diesem Chart von Capital.com, in Tesla dürfte hier Schwierigkeiten haben, wenn das Niveau da bricht, was wir dann auch im April Anfang 2021 gesehen haben, dann wird es schwer. Abschließend nochmal ein Blick nach Deutschland. Erzeugerpreise 45,8%, wie die frischen Daten heute aus dem September, heute veröffentlicht aus dem September, zeigen. Das ist nur ein Rekord, meine Damen und Herren. Wir waren ja auf Monatsbasis plus 2,3% bei erwarteten 1,5%. Also macht euch keine Sorgen, wir sind auf dem Weg Richtung Türkei. Die 80% schaffen wir noch, gell, wenn wir alle zusammenhalten. Aber nein, es ist ja so, dass die Gas- und Strompreise an den Börsen gefallen sind, wovon allerdings die Verbraucher jetzt nicht so viel mitkriegen. Geld, die sind eher pessimistisch, gerade was die Firmen betrifft. Etwa die Glasbranche, wie das IFO-Institut jetzt sagt, sieht eine düstere Zukunft. Glas, Keramik, Steine, Erden, all das betrifft nicht nur diese Branche, es betrifft alle energieintensiven Branchen. Da dürfte es große Schwierigkeiten geben. Abschließend zwei Empfehlungen, meine Damen und Herren. Listen to the video of André Stacke. André Stacke ist einer der wenigen, die sich theoretisch gut auskennen und wirklich wissen, was es heißt, großes Geld zu managen. Aktienmarkt liegt falsch, auf fallende US-Kurse setzen, sagte der Mann. Schauen Sie sich das Video mal an, hochinteressant. Erste Empfehlung und zweite Empfehlung, wie die Türkei mit der Gaskrise an Europakasse machen will. Jetzt ist Erdogan Putins Buddy, der das Gas, wenn man es denn will, praktisch nach Europa bringen soll. Dann sollen alle bei dem Rajib anstehen und sagen, du kannst uns ein bisschen Gas geben, gell, wir haben zu wenig, vielleicht dann in den nächsten Wintern. Jetzt diesen Winter kommen wir ja hin, gell, aber dann haben wir alles schön abgeschaltet, gell, Atomkraft weg, alles weg, gell, aber ein Wunder kommt, dann wird da praktisch die Energie irgendwo herkommen, ne? Es ist nur die Frage, wo. Also diese zwei Artikelempfehlungen, meine Damen und Herren, ich sage Servus, ciao.